Hallöchen hier in diesem Setting. Genau, ich bin ja auf Reisen. Ich versuche immer, das so schön wie möglich zu machen. Manchmal ist es nicht immer möglich, aber das ist das Beste, was ich hier aus diesem Ort jetzt rausholen konnte. Und du hast bei dem Video eingeschaltet, 5 Gründe, warum du ein Schweigeretreat machen solltest, beziehungsweise ich möchte mit dir teilen, warum ich immer wieder, also mindestens einmal im Jahr, aber eigentlich öfter, schweige, längere Zeit oder auch mal kürzere Zeit. Ja, wenn ich mit mir alleine bin, kann auch mal ein Tag passieren, dass ich gar nicht rede. Und ja, ich habe da ein bisschen was zusammengetragen, was dir vielleicht hilft, dich zu entscheiden oder darüber mal nachzudenken. Ich finde auf jeden Fall, dass es empfehlenswert ist und deswegen mache ich dieses Video. Genau. Und dann schieße ich mal los mit meinen 5 Gründen. Grund für mich Nummer 1 ist keine Hierarchie, ist einfach, wie es mir jetzt gerade so in den Kopf kommt. Ich finde, es ist eine Erfahrung, die ich nicht in meinem Leben missen möchte. Ich weiß, es gibt Menschen, denen fällt es schwer zu schweigen, anderen Menschen fällt es leicht. Ich glaube, mir fällt es eher leicht, zu schweigen, mal nichts zu sagen. In meiner Praxis habe ich ja auch den Menschen meistens zugehört. Als Dozentin habe ich eher gesprochen. Also ich habe mir beides in mein Leben geholt. Und ich bin aber tendenziell jemand, der, ja, dem es leicht fällt zu schweigen. Aber gerade auch Menschen, denen es schwer fällt, mal die Klappe zu halten, um es ganz direkt zu sagen, es ist eine richtig schöne Erfahrung. So. Und mit den nächsten Gründen wird dann vielleicht auch klarer, warum. Aber erstmal so überhaupt, es ist eine tolle Erfahrung. Es ist genauso wie man irgendwie, was weiß ich, auch mal in bestimmte Länder fährt, kann man auch mal so ein Schweigeretreat machen. Da kommen wir nämlich, die Hand ist besser. Kommen wir zum zweiten Grund. Und zwar mal raus aus dem Alltag kommen. Ja. Wenn du so, oder ich wollte von meinen Gründen reden, also wenn ich einfach so immer in meinem Alltagstrott bin, dann laufen bestimmte Mechanismen ab und dann ist es echt schön, genauso wie man Urlaub macht, mal so ein Schweigeretreat zu machen, um da rauszukommen aus dem Trott, um eventuell neue Dinge zu etablieren, um das aktuelle Leben da vielleicht auch mal in Ruhe drauf zu schauen. Ja, in dieser stillen Zeit hast du ganz viel Zeit, kann ganz viel nach oben kommen, was im Alltag so gar keinen Platz hat, weil du vielleicht so im Machen bist oder ja. Und da können dann einfach mal so aus der Tiefe vielleicht auch Sehnsüchte und Wünsche nach oben kommen. Und also ich finde es immer richtig gut, aus meinem Alltagstrott rauszukommen. Ich meine, zur Zeit in meiner Phase, wo ich wohnungslos umherziehe, bin ich eher froh über Alltag. Aber wie gesagt, wenn du gerade in so einem ja, ganz routinierten Leben drin steckst, dann kann es wirklich gut sein, da mal rauszukommen. Grund Nummer 3, Tipp Nummer 3, warum man das mal machen sollte, ist es, du lernst dich selber besser kennen. Bei mir ist so hat sich so der Satz etabliert, Freundschaft mit sich selbst zu schließen. Also ich habe in dieser Zeit einfach viel Freundschaft mit mir geschlossen. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal einfach so beobachtet, dass in mir immer wieder so im Kopf aufgetaucht ist, so wenn ich was gemacht habe, ich möchte gern gelobt werden, so, ne? Und ja, das ist so ein tiefer Wunsch, ne, dass man bestätigt werden möchte in dem, was man tut, in dem, was ich tue. Und diese Bestätigung, mir einfach selber zu gehen, da Mitgefühl mit mir zu haben, dass ich das bekommen möchte. Ja, und auch so einfach sich selber kennenzulernen mit allen schönen Seiten, mit vielleicht auch schwächeren Seiten, die man nicht so gerne mag. Und in dieser Zeit, da ist einfach so viel Frieden da, ja, durch diese Stille im Außen
kann auch ganz viel Frieden dann im Inneren geschehen. Du hast nicht so den Austausch mit dem Außen, ja gar nicht, ne? Und bist die ganze Zeit mit dir und findest die Lösungen in dir. Und das ist einfach ja auch eine schöne Erfahrung, dass alle Lösung auch in dir ist, dass alle Lösung in mir ist. So, ne? Grund Nummer 4, Frieden und Stille erfahren. Wenn mein Alltag manchmal holter die Polter geht oder wenn mein Kopf einfach rattert, rattert, rattert und da vielleicht Ängste sind oder ja, einfach immer wieder was zu tun ist, was ich machen muss und wie ich sein soll und so, dann kann so eine stille Zeit da Frieden reinbringen. Also ich habe das wirklich immer wieder beobachtet, dass wenn von draußen nichts Neues dazukommt, und wenn ich quasi den Blick nach innen wende, dann wird es immer stiller in mir. Dann wird es in meinem Kopf stiller. Und ich würde auch empfehlen, auf jeden Fall die ersten Male zumindest mit jemandem zusammen zu machen, der damit Erfahrung hat. Also mit einer Lehrerin, mit einem Lehrer. Weil da können schon auch manchmal Sachen hochkommen. Und ja, das ist wie so ein Reinigungsprozess. Das kommt dann hoch und danach ist dann der Frieden da. Ja, und das ist einfach so eine wunderschöne Erfahrung, dass es sich auf jeden Fall lohnt, deswegen so einen Kurs zu machen. Ja, weil wann haben wir das im Alltag heutzutage? Diesen wirklichen Frieden, diesen inneren Frieden. Ja, egal wie laut es draußen ist, egal was da gerade für ein Rummel ist. Ja, das zu üben und zu erleben, zu erfahren, dass das möglich ist, dass da in mir Frieden ist, dass da Stille ist. Und der 5. Grund, der wirklich für mich immer noch sehr schwer zu verstehen ist oder wie das zustande kommt, aber es ist einfach so. Stell dir vor, du bist mit, sagen wir mal, 15 bis 20 Menschen in einem Raum und das für eine Woche, für 3 Tage, für 10 Tage, vielleicht auch für länger. Und du redest die ganze Zeit nicht, du kennst niemanden und trotzdem passiert es auch in der Stille oder gerade in der Stille, dass da so eine Verbundenheit entsteht, dass da eine Zusammengehörigkeit entsteht, eine Zugehörigkeit entsteht. Und ich finde das wirklich so ein Überraschungsmoment, ja, das ist was, womit ich nie rechnen würde oder nie das nicht erwarten konnte. Ich denke immer so, okay, Verbundenheit entsteht dadurch, dass ich jemandem was von mir berichte, indem ich was von mir mitteile und dann lernt man sich kennen und dann merkt man, oh, wir sind auf einer Wellenlänge und ne, dann kommt man in Austausch und es entsteht Verbindung. Und dann die Erfahrung zu machen, nein, das geht auch über die Stille und das ist wirklich was Magisches. Ich, ja, jetzt ist das, ist, glaube ich, das passende Wort. Es ist wirklich was Magisches, dass deine Verbundenheit entsteht über diese Stille. Und zu merken, dass diese Gruppe funktioniert, ohne dass man miteinander spricht. Du weißt, mit dem Essen, die Pausen und alles, natürlich, die Lehrer sagen das an und so. Aber das ist alles so, alle sind rechtzeitig da, alle achten einander und respektieren einander und das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Also das ist mein Grund Nummer 5 und falls du selber schon mal einen Kurs gemacht hast, dann freue ich mich, wenn du auch deine Gründe in die Kommentare schreibst. Oder auch, was sind deine Ängste, was sind deine Befürchtungen, wenn du so einen Kurs machst? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Lass uns unter dem Video so einen Austauschraum schaffen für Menschen, die das schon gemacht haben. Und Menschen, die das überlegen zu machen und vielleicht noch ein bisschen Schiss haben oder den letzten Anschubser brauchen. Ja? Also, ich freue mich über eure Kommentare. Und ich freue mich auch über ein Abo. Damit du kein Video mehr verpasst, damit diese Botschaft weiter
verbreitet wird in der Welt und ja, dass das einfach so ein bewusstes Leben und so ein Frieden in der Welt einfach immer, immer größer wird. Genau, und hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Wenn du magst, kannst du da weiterschauen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao!